So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Es ist wieder passiert. Eigentlich waren wir vorhin essen und haben hier Chili Cheese Bacon Burger gegessen in der Stadt. Aber Pupsi sagt, wir wollen noch was mitnehmen ins Hotel. Jetzt sind wir hier vorbeigekommen bei Pizzeria Love. Ja, die Pizzeria mit Liebe, wo die Pizza noch mit Liebe zubereitet wird. Können wir euch mal das Schild hier zeigen? Pizzeria Love. Und was ich so genial finde, ist die Pizzen, die es hier gibt. Ich gucke ja immer, ob ich irgendwo was finde, was es bei uns nicht gibt. Jetzt habt ihr hier zum Beispiel ganz normal Pizza, Käse, Mozzarella, Champignon, Artischocken, Formaggi. Aber hier Pizza Zwiebel. Habt ihr schon mal Pizza Zwiebel gegessen oder irgendwo gehabt bei euch? Bei uns gibt es die Pizza Mafia. Da sind auch viele scharfe Zwiebeln drauf. Okay. Upsi, geht einfach. Pizza Mafia bei uns gibt es zum Beispiel. Die ist mit schwarzem Pfeffer, da ist Schinken drauf, da ist ganz viel Zwiebel drauf. Aber einfach nur Pizza, nur mit Zwiebel, habe ich noch nie gesehen. Habe ich jetzt einfach mal genommen, dachte ich, ist eine gute Idee. Pizza Zwiebel. Hier habt ihr Caprese, Bruschetta. Bruschetta kennt man ja als Vorspeise. Kreta, Pizza Hamburger. Auch noch nirgendwo gesehen. Pizza Hamburger mit Hackfleisch. Vor allem guckt euch mal die Preise an. Klein 22 cm, groß 28. Ich dachte, danach kommt riesig wegen dem Preis. Bei uns kostet eine riesige so. Aber das ist der Preis für eine Familienpizza. 49 mal 33. Das ist auf jeden Fall mega günstig. Das sind richtig gute Preise. Ich glaube, ich gehe hier nicht mehr weg. Ne? Pizza Hamburger hier. Was habt ihr noch hier unten? Pizza Americana. Scharfe Tomatensoße, Zwiebeln, Salami, Peperoni, Mais, Vorderschinken, Pizza Mexicana mit Bohnen, Zwiebeln, Pizza, alles. Die hat Pupsi jetzt genommen mit Salami, Vorderschinken, Champignons, frische Paprika, Peperoni, Hamburger, Zwiebeln, Oliven, aber halt ohne Oliven. Es gibt auch Pizza Fleisch mit Hamburger Bratwurst Gehäck. Wenn ihr das Wort kennt, sagt Bescheid. Pizza Bratwurst Gehäck gibt es aber auch noch extra. Klein, groß und als Familie. Es gibt auf jeden Fall so viele Sachen, die ich bei uns noch nie gesehen habe. Hier gibt es natürlich auch Döner, hier gibt es auch Burger, hier gibt es eigentlich alles. Und als ich letztens noch in München war mit Isbo und Hannes, haben wir hier das Spatenbier gesehen im Aldi. Wir haben das nicht mitgenommen, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall hat Isbo das Spatenbier gesehen und hat sich so gefreut. Jetzt gab es das ja auch, das heißt, bis das Essen fertig ist, werde ich mir mal so ein Spaten aufmachen, steht ja auch drauf, Münchner, hell, bezahlt ist schon, wir warten jetzt, bis das Essen fertig ist und dann gucken wir mal, wie das schmeckt, ob wir das jetzt auf dem Weg zum Hotel zurückessen oder im Hotel, weil Pupsi, eigentlich sind wir ja satt, aber Pupsi möchte noch was mitnehmen für heute Abend vielleicht, dass sie noch was zu schnubbeln hat, Pizza alles für abends und Pizza Zwiebel. Pupsi haut schon wieder ab, die rennt schon wieder da vorne rum. Ganzen Tag am Handy, ich sag's dir. Eine Memo nach der anderen, da wirst du doch bekloppt. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal ein Bier auf. Hast du zufällig ein Feuerzeug dabei zum Öffnen? Du als alter Nichtraucher? Ja. Ja, dann eben so. Wie oft macht das nicht? Oh. Jetzt erstmal Spaten trinken. Wie Knüppel auf dem Kopf. Möchtest du auch mal probieren? Danke. Pupsi trinkt Bier. Und? Ja, schmeckt ganz gut. Schmeckt ganz gut. Und vor allem ist das 0,5 für 2,50. Neut haben wir 2,80 bezahlt für 0,3. Und das war so anders halt. War halt kein Spaten. Na, wie gesagt, das haben wir gesehen. In München, im Dings. Ich weiß nicht mal, ob wir das überhaupt probiert haben oder nicht. Jetzt habe ich es auf jeden Fall probiert. Schmeckt, passt, wunderbar. Sitzt, wackelt und hat Luft. Am besten, ich esse dann gleich die Pizza hier. Au! Da ist die Wand. So, das Essen ist jetzt da. Wir werden gleich aufbrechen, weil wir wollten es ja mitnehmen. Ich möchte es euch nur ganz kurz zeigen, weil nachher ist es bestimmt eh wieder zu dunkel. Da sind die Pizzakartons. Das ist hier die Pizza Zwiebel. Es sieht auf jeden Fall gut aus, ja, mit Zwiebeln. Sieht aus, als wären da Zwiebeln drauf, ja, möchte ich mal sagen. Und jetzt die große Überraschung, die Pizza alles. Zack! Die ist auf jeden Fall bunt, und was auffällt. Pizza mit alles, ohne Oliven. Mit Oliven, weil
Das wäre ja dann nur Pizza fast alles, wenn die Oliven fehlen. Aber jetzt haben wir Pizza alles und wenn du sagst ohne Oliven, es kommt alles drauf. Egal, was du weglassen willst, alles. Deswegen hat die ja auch ihren Namen. Alles einfach. Ich glaube, Bubsi will los, deswegen gib mal jetzt... Ich glaube, die ist heiß. Vielleicht probiere ich im Hotel unter der Dusche oder so. Mal gucken. Oder vorm Hotel. Jetzt sieht es noch gut aus. Da kann die so lange abkühlen. So, wir sind jetzt angekommen im Hotel. Guckt euch mal dieses prächtige Bild an. Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier mal kurz reingucken. Denn ich wollte ja eigentlich mal die Pizza probieren. Ich wusste aber nicht, was der Mann dann noch wollte auf einmal. Und deswegen sind wir dann schnell abgehauen. Ohne zu bezahlen. Nein, natürlich haben wir vorher bezahlt. Wir nehmen jetzt mal hier ein Stück raus. Von dieser Pizza Zwiebel. Wie gesagt, ich kenne Pizza Mafia. Da sind ganz viele Zwiebeln drauf, aber halt auch Schinken mit drin, schwarzer Pfeffer, sonst wie. Aber einfach nur Pizza Zwiebel ohne irgendwas. Hier sind auch keine Soßen drauf. Er hat auch nicht nach Soßen gefragt. Bei uns geht es ja immer mit Tzatziki, Joghurt oder Spezialsoße. Hier gibt es keine Soßen auf der Pizza, aber unglaublich tiefe Preise. Ja, schmeckt nach mehr. Irgendwie hat es trotzdem einen Touch von Pizza Mafia. Die Zwiebeln sind auf jeden Fall übelst toll da drauf. Ich weiß gar nicht, das ist ja trotzdem jetzt eine vegetarische Variante, wenn man das so nimmt. Ohne irgendwelche Wurst- oder Fleischbrocken drauf. Ich finde, das kann man essen, das schmeckt gut, das hat einen guten Preis. Es reicht vollkommen aus, es muss gar nicht so überladen sein wie sonst immer. Noch nie Pizza Zwiebel gegessen, jetzt das erste Mal. Muss sagen, das geht vollkommen fit. Obwohl bei den Preisen, die der hat, da kannst du auch eine Pizza mit alles nehmen und nochmal alles doppelt ultra. Das hat ja denselben Preis sozusagen. Bei uns, je mehr drauf ist, desto teurer ist die. Da kostet eine kleine auch schon mal um die 8 Euro noch was oder irgendwas. Hier zwischen 4 und 5 Euro eine kleine. Egal, was da alles drauf ist oder wie viel. Die ist also gut. Hat er auch gefragt, extra scharf. Hat er auch ein bisschen scharf gemacht. Ich glaube nicht, dass das alleine durch die Zwiebeln so kommt. Und der hat das einfach nur ein bisschen gewürzt, ne? Darf ich dir das rüberwerfen? Weil du wolltest ja jetzt mal die Zwiebel probieren. Und jetzt haben wir noch die Pizza Alles von Pupsi. Wo ich gesagt habe, bitte ohne Oliven. Und er macht natürlich Oliven mit drauf, weil es ist ja Pizza Alles. Finde ich eigentlich richtig genial, so als Gag. Pizza Alles. Ja, aber können Sie die bitte ohne Oliven und ohne Paprika? Ja, ja. Mach ich trotzdem drauf. Digga, alles heißt sie doch nicht umsonst. Wir nehmen jetzt hier auch ein Stück raus. Hier vorne. Da seht ihr schon. Toll, jetzt ist die Salami abgerissen. Da seht ihr schon die abgerissene Salami, die legt man jetzt hier vorne auf das Stück drauf. Pizza alles, hier ist Salami, das sind Oliven, da sind jetzt Peperonis, da sind Zwiebeln, Schinken. Ich habe es ja vorhin alles vorgelesen, egal. Ich weiß gerade gar nicht, wieso wir bei uns eigentlich immer Soßen drauf machen lassen. Die Soße ist so ungesund und fettig und einfach nur pur irgendwas, aber ohne Soße hast du wirklich, schmeckst du die einzelnen Zutaten alles raus. Ich muss leider sagen, die schmeckt so wie meine mit Zwiebel nur noch besser. Weil es kommt trotzdem, ja. Du hast diese Salami, die sehr würzig und intensiv ist. Du hast trotzdem die anderen Gemüsepartikel drauf. Also es ist schon ein Unterschied, ob man halt nichts auf der Pizza hat, Pizza Margherita oder Pizza Salami, das ist trotzdem ein Unterschied. Ansonsten bräuchte es ja nur eine Pizza auf der ganzen Welt, wenn jede Pizza gleich schmecken würde. Pizza Zwiebel ist auf jeden Fall trotzdem ganz genial für zwischendurch, wenn man mal jetzt nicht so übertrieben was essen will. Nur so für zwischendurch halt. Hast du schon gesagt, genau. Die schmeckt aber trotzdem gut, deswegen sage ich Pupsi, das hast du fein gemacht. Das eine Stück werde ich fertig essen hier, den Rest kriegst du. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut.
euer Ramses und eure Pupsi. Und hier seht ihr doch mal einen Blick aus dem Fenster. Wie ein Gangster und dann ins Stück reingebissen. Mmh. Adi, Schatz.